Larissa Reiter auf großer Tour. Gemeinsam mit ihrer Boxerdame Maggie zieht die junge Schriftstellerin durch die Lande, um für ihren neuen Fantasy-Roman Er kam zu werben. Und nicht nur das. Gleichzeitig tut die 22-Jährige auch noch etwas Gutes. Denn während ihrer Fahrradtour quer durch Süddeutschland sammelt sie Spenden für Vita e.V. Ich wollte schon immer mal eine ganz lange Fahrradtour machen. Und als ich dann das Buch geschrieben habe, habe ich so gedacht, so hey, eigentlich ist das voll der gute Anlass, mal wirklich so eine Marketingtour zu machen. Und dann bin ich durch mein Studium auf den Verein Vita gestoßen. Und das Vita ist ein Verein, der Assistenzhunde für Menschen und Kinder mit Behinderung ausbildet. Und dann ist einfach so die Idee entstanden, kombiniere ich doch einfach alles, davon haben alle was. Vita kriegt ein paar Spenden. Es gibt mehr kleine strahlende Kinderaugen, ich bekomme meine große Fahrradtour und wenn ich Glück habe, bekomme ich ansatzweise das Geld rein, was ich für Lektorat und Korrektorat mit ausgegeben habe. Er kam, das ist die Geschichte einer Sinnsuche, die auch viel Autobiografisches enthält. Die 19-jährige Alice hat einige Schicksalsschläge hinter sich und macht gerade ihr Abitur, als sie mit einer ganzen Reihe von Menschen konfrontiert wird, die jeweils von sich behaupten, Gott zu sein. Da muss Alice erstmal den Überblick behalten. Nach Aussagen der Autorin ist das Buch ein packender Fantasy-Roman um Freundschaft, Größenwahn und Liebe. Und da das Buch mit einem absolut professionellen Anspruch entstanden ist, herrscht auf Larissa Reiters Konto im Moment gerade Ebbe. Ich habe schon 2013 angefangen, den Anfang zu schreiben. Ich habe schon 10.000 Buchanfänge geschrieben, aber nie was zu Ende geschrieben. Ich glaube, die wichtigste Eigenschaft, die ein Autor haben muss, ist nicht, dass er total kreativ ist, sondern dass er Ausdauer hat, die ich ja hier jetzt auch unter Beweis stelle. Das Wichtigste ist einfach, dass man halt etwas verkauft und was man verkauft, muss eine gewisse Qualität haben. Und dafür braucht man ein Lektorat und ein Korrektorat. Und beides hatte mein Buch. Beste Voraussetzungen also, dass der neue Fantasy-Roman, übrigens erst Teil 1 einer geplanten Trilogie, ein voller Erfolg werden kann. Doch vor den Erfolg haben die Götter bekanntlich den Schweiß gesetzt. Und so macht sich Larissa Reiter jetzt erstmal auf den Weg durch ganz Süddeutschland, um Lesungen zu halten, Spenden zu sammeln und um sich ganz nebenbei auch gleich noch ein bisschen fit zu halten. Ihre erste Etappe führt Larissa Reiter und Maggie zunächst von ihrer Heimatstadt Langen über Babenhausen und Aschaffenburg bis nach Wertheim. Und von dort aus erstmal immer tiefer nach Bayern hinein. Also es werden über 1000 Kilometer mit meinem ganzen Verfahren, 1500 wahrscheinlich. Ich fahre von München nach Kempten, dann wieder zurück, Ulm, Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg. Und falls mir noch irgendwas anderes in den Sinn kommt, dann noch dahin. Da hat Larissa Reiter also noch einiges vor in den kommenden Tagen und Wochen. Wenn Sie wissen wollen, wo Larissa Reiter gerade unterwegs ist und was sie gerade erlebt, kein Problem. Schauen Sie doch mal auf Larissa Reiters Homepage larissa-reiter.de vorbei. Dort berichtet die Autorin in einem Blog über ihre Erlebnisse auf ihrer großen Deutschlandtour.